Heyo, Sykes hier und herzlich willkommen zu einem mit dem Video auf meinem Kanal. Heute geht es um GTA Online, genauer gesagt um ein Fahrzeug in GTA Online, was im Zusammenhang mit dem Diamonds Casino Resort DLC am Donnerstag, sprich gestern, hinzugefügt worden ist. Und zwar der Brogan Amorous. Ja, da wollte ich weiter reden, aber der Satz war zu Ende. So viel dazu. Zunächst einmal, der Brogan Amorous basiert natürlich, wenn man die Karre sieht, auf den McLaren Senna. Man erkennt es, ja, man sieht's. Zu haben ist der Brogan Amorous für sagenhafte schlappe 2,75 Millionen auf Diamonds Legendary Motors. Diamonds Legendary Motorsport. Wahrscheinlich auf Legendary Motorsports ist er für 2,75 Millionen zu haben. Damit das zweiteuerste Fahrzeug laut den Angaben hier. Das wird aber in 2-3 Wochen das drittteuerste Fahrzeug, denn ich bin noch für ein weiteres Fahrzeug Feuer und Flamme, und zwar für den Benefactor Krieger. Der basiert dann auf dem Mercedes Project One. Ja, hier drüben sieht man schon auch noch ein anderes Fahrzeug, worauf ich auch sehr stolz bin, dass es da ist, und zwar die Best 8. Ein sehr schönes Fahrzeug, und die Lackierung dürfte vielleicht auch der ein oder andere kennen, der in der Need for Speed Szenerie unterwegs ist, und zwar KS. Also, The Kiasa, also, ne? Kiasa, blablabla, Salim. Ja, ihr wisst Bescheid. Checkt das Ganze gerne mal ab. Ist ein geiler Dude, macht geile Concept Arts, Concept Graphics, Wagen, Kalorie-Kits, keine Ahnung. Vielleicht habt ihr schon mal den BMW M4 gesehen oder den BMW M3. Ja. Der ist auch für zuständig, dass in For Speed Heat 4 Concept-Fahrzeuge von ihm zur Verfügung stehen. Natürlich eins bekommt man am Anfang für normale Besteller und 3 weitere eben für die Deluxe-Vorbesteller. Ja, kommen wir mal zum Brogan Amorous. Also, wie gesagt, als ich wusste oder mitbekommen habe, dass dieses Fahrzeug in GTA 5 online kommt, war alles schon Feuer und Flamme und gesagt, ey, dazu muss ich ein Video machen. Ich muss dazu ein Video machen. Und jetzt kommt das Video. Ich nehme das Ganze natürlich hier. Natürlich, ja, man geht ja nachts. Nice! Ich nehme das Video in der Nacht von Donnerstag auf Freitag online, sprich, das ist dann quasi live, ja. Und wir machen ein kleines Live-Tuning und labern ein bisschen über die Karre. Und auch wie meine Meinung zu dem Wagen ist, und ich muss sagen, auch von Serie lässt er sich sehr, sehr gut fahren. Also, ja, wenn man auch gut fährt, dann lässt die Karre gut fahren. Wenn man scheiße fährt, sollte man es einfach lassen, ja. So ein Ding ist das. Aber im Grunde, wenn man gut fährt, kann man sich das, ja, nicht beschweren. Genaue Prognosen bezüglich, ob sich der Preis jetzt lohnt oder ob der Preis es wert ist, kann ich dazu nicht sagen. Also, es gibt da definitiv andere, die da durchaus mehr Ahnung haben und auch Vergleiche machen können. Aber ich jetzt mit einer kann jetzt eigentlich nicht viel zu sagen, außer mir gefällt die Karre optisch, und wenn man die Kohle hat, dann kann man sich doch auf jeden Fall lohnen, wenn man den McLaren Senna auf jeden Fall mag. So ein Ding ist das, ne? Und wenn man natürlich auf den Rennaspekt geht, dann klar, sollte man vorher mal schauen, ob einem die Karre diesen Preis von 2,75 Millionen wert ist. Wir machen einmal den ganzen Standardkram auf Beste. Ich hab hier, egal, lassen wir das. Und guck mal, was wir weiterhin so machen können. Und ich. Ich würde es so machen, wir schauen uns alles ein bisschen an, damit ihr auch also so einen kleinen Einblick habt, ob euch die Karre mit den Tuning-Möglichkeiten gefällt. Ich glaube, ich nehme den Auspuff hier. Ja, den Radial-Auspuff. Wir gucken uns das Ganze mal an. Ja. Gut, habe ich. Ich glaube, das sind dann so die Anspielungen an den McLaren Senna GTR. GTR, glaube ich. GTR, genau. Ich glaube aber, ich will nicht ganz so vorbei. Mir gefällt diese. Ich glaube, ja, wir nehmen die Carbon Sport Splitter. Hupe ist egal. Lichter machen wir Xenon rein. Ich glaube allerdings, wir werden das nachher nochmal ändern, weil wir gehen danach dann einfach mal kurz in die Arena-Werkstatt und schauen da mal, was es da weiter noch gibt. Wir haben Designs. 11 Stück zur Auswahl. Insgesamt, also insgesamt 11, 10 Designs. Und da muss ich sagen, gefällt mir jetzt spontan nicht so irgendwie. Ich glaube, ich lasse ihn einfach so ohne Design. Spiegel haben wir, nehmen wir Carbon, klar, Nummernschild, gelb auf schwarz, Sykes drauf, fertig ist das Ding. Premierfarbe, ich glaube, da gehe ich dann einfach, ich wollte Metallic, gehen wir auf so einen typischen McLaren-Trip. Mit
Orange, glaube ich. Nimm mal Orange. Ist das zu dunkel oder pa. Wir gehen Orange und Perleffekt machen wir dann auch so ein Orange. Ich glaube, wir machen so ein Sonnenaufgangs Orange, oder? Machen wir so? Ja, doch. Wobei, wir können gerade mal gucken. Wir gucken gerade mal kurz, wie es ausschauen würde mit dem Sonnenaufgangs-Orange selbst. Das ist rot, ich will Orange. So, und wenn wir jetzt. Aber ich glaube, es dürfte zu dunkel sein, glaube ich. Ich glaube, es dürfte zu dunkel sein. Oder? Ja, wir gehen zurück zum ganz normalen Orange mit. Sonnenaufgangs-Orange metallic. Ja, das dürfte so passen. Was haben wir denn bei der Sekundärfarben? Er sagt zumindest Orange. Und es ändert sich im groben Ganzen einfach gar nichts. Lassen wir das einfach mal. Ausstattungsfarbe. Vergessen, ganz vergessen. Da ändert sich die Ziernähte. Und ich glaube, da gehen wir einfach auf eine Orange. Ein Orange, ein Orange. Ja, machen wir so. Ein Crew-Emblem. Wo wird das Crew-Emblem? Ja, so ganz sneaky. Wobei, wäre das so mehr in Richtung Außenspiegel, würde es eher machen, aber machen wir diesmal nicht. Dach haben wir Primärfarbe, Sekundär. Dadurch kommt dann die Sekundärfarbe zustande. Okay. Carbondach, glaube ich, mache ich schon eher. Und dann nehmen wir doch einfach mal ein belüftetes. Dann haben wir so einen kleinen GTR-Touch drin. Verkaufen könnte man ihn jetzt für 1,72 Millionen. Ja. Seitenverkleidung. Dann haben wir eine kleine Flosse dran. Und dann eine etwas größere Flosse dran. Puh. Okay, ich glaube, ich würde dann. Werde ich das hier nehmen? Ja, okay, also wir sehen definitiv Anlehnungen an den GTR. GT3-Fahrzeug. An das GT3-Fahrzeug. GTR, GT3. Also die Motorsport-Variante von dem McLaren Senna. Ich glaube allerdings, ich lasse das einfach komplett weg oder ich gehe einfach auf Carbon. So auf ganz, ganz, ganz schmal, auf ganz entspannt. Beim Spoiler bin ich mir eigentlich schon zu 100% sicher. Ich bleibe beim Standard-Spoiler. Wir gucken mal durch. Zumindest gibt es den Carbon. Das heißt, ich werde definitiv Carbon nehmen. Aber wir gucken mal, was wir sonst noch so haben. Und zwar diverse. Ja. Ja, das geht so in die Centorno-Richtung, habe ich das Gefühl. Aber ich glaube, ich nehme Serien-Carbon-Spoiler. Ich mag Carbon. Carbonara ist toll. Die Felgen dürften, wenn ich mich nicht irre, die Sport Series S Racer sein, genau. Ich aber glaube, nehme wieder die Crown Ride. Die habe ich auch auf meinem. Ich weiß nicht, wie die Karre jetzt hier nochmal genau heißt. Aber auf diesem Detomaso Pantera Verschnitt. Schwarzer Stahl, Reifenmuster macht mit drauf, Reifenbesserung natürlich schusssicher, muss sein. Und Fenster, jetzt bin ich gespannt. Wir haben unten in der Tür noch ein Fenster, was ja so das Markenzeichen vom Senna ist. Es wird mir dunkler. Das ist schön. Das ist sehr, sehr schön. Ich glaube, eine Limousine würde ich nicht machen, aber ich glaube, wir nehmen dunkles Rauchglas. Und somit wäre der Senna im Grunde fertig. Ich persönlich finde es schade, dass man die Karre nicht noch ein bisschen tiefer legen kann, weil da geht definitiv noch was. Ja. Aber sonst. Also die Karre hat auf jeden Fall. Und beim Anfahren auch wieder sehr, sehr, sehr viel Kraft. Wie gesagt, ob es jetzt einem wirklich der Preis wert ist, 2,75 Millionen auszugeben für eine Karre, die man nur quasi fährt, um quasi zu prahlen damit. Von wegen, ey, guck mal, was ich hier habe. Wenn ich durchkomme, danke. Für die ist dann, glaube ich, nicht wirklich der Rede wert, die 2,75 Millionen auszugeben. Ist damit ja, wie schon gesagt, das zweitteuerste Fahrzeug bis in 2, 3 Wochen. Da kommt der Benefactor-Krieger. Bin ich gespannt drauf, was man damit machen kann. Ja, weil der Project One, der ist schon ein schönes Auto. Das ist schon ein schönes Auto, so rum. Und somit auch der Benefactor-Krieger ein sehr schönes Auto. Speedtechnisch muss ich sagen, geht ja gut voran, der. Also. Lässt sich jetzt nicht meckern. Ne? Also ich finde den jetzt doch nicht schlecht. Natürlich gibt es andere YouTuber-Kollegen in dem GTA-Spektrum-Bereich, die dieses Fahrzeug natürlich auch versionieren, testen mit Rennen und Curb-Boosting und gegen andere Fahrzeuge antreten lassen und dir dann eben sagen, ob der Preis gerechtfertigt ist oder ob es sich halt eben lohnt, den Wagen zu kaufen. Ich persönlich, wie gesagt, einfach um zu haben, als Sammlerfahrzeug quasi in Anführungszeichen. Und auch so mal zu fahren, ist es.
definitiv wert, so für mich, ja, wenn man auch das Geld hat, klar. Wenn man natürlich ein bisschen auf die Sparflamme guckt, wenn man auch ein bisschen auf Sparflamme geht, sollte man schon gucken. Denn wie gesagt, in 3 Wochen maximal dürfte der Benefactor Krieger kommen. Und da kostet 3 Millionen. Und ich glaube auch jetzt mit dem Tuning Comper, auch mit dem Broken Emeralds auf satte 3 Millionen. Bin ich mir ziemlich sicher. Ich kann das nachträglich einmal kurz ausrechnen dann. Und dann gebe ich euch den Preis mit ins Video. Gerne, falls ihr auch ein kleines Video zum Benefactor Krieger haben wollt, dürft ihr mir gerne ein Abo da lassen. Ja, das ist kostenlos, würde mich auch sehr freuen. Ja, das zeigt mir, dass ihr mehr sehen wollt. Ja. Und als nächstes kommt auch ein Video zu Need for Speed. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Ja, ich fahre wieder tolle Scheiße zusammen. Aber wie gesagt, also jetzt so für mich so als gelegentlicher Fahrer, mehr so der Custom-Fahrer. Die Karre hat schon ein geiles Handling. Also, ich kann mich da jetzt nicht beschweren. Ja? Gucken wir uns die Karre doch mal eben ein bisschen von außen an. Das wird doch eigentlich irgendwo eine Auffahrt sein. Wisst ihr noch, was ich meine? Erstmal irgendwie so eine Tiefgarage, klar, genau. Ich will mich jetzt nicht wirklich auf die Straße stellen. Ich wollte mir die Karte von außen anschauen. Vielleicht sollten wir die Karte jetzt nochmal ganz machen. Das heißt, wir fahren mal eben kurz zum LSC und sehen uns dort gleich wieder. Und da sind wir jetzt mit dem Broken Emeralds. Ich habe mich mal hier an die Zentralbank gestellt. Ich glaube, das dürfte die Zentralbank sein. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe lange kein GTA mehr gezockt gehabt. Ich glaube, ich zocke jetzt seit knapp 1,5 Wochen wieder GTA online. Und ja, deswegen, hier sind wir jetzt mit dem Broken Emeralds. Es ist mittlerweile ein bisschen heller geworden. So, da hinten geht die Sonne auf, man sieht es ja so schön. Und jetzt schauen wir uns das ganze Ding doch mal an, ja. Also, wie gesagt, so. Ich finde dieses Auto einfach unbeschreiblich schön. Baum sind auch schön. Bäume brauchen. Ja, also. Ich muss sagen, ich bin von dem Wagen doch sehr überzeugt. Und auch das Interieur sieht sehr, sehr, sehr schön aus, muss ich sagen. Ich glaube, es ist nicht einfach nur ausgeschnitten und eingefügt von einer anderen Karre. Ich glaube, das ist wirklich ein eigenständiges Cockpit. Hat auch so einen McLaren-Touch so ein bisschen, ne, wenn man sich das Ganze ein bisschen anschaut. So, Lenkrad, also. Natürlich kann man das Lenkrad nicht anschauen. Ja, also das, was man eben sieht. Und das, was man so sieht, finde ich doch eigentlich ganz schön. Also, mir gefällt das. Klar, okay, vorne der Splitter, das ist ein bisschen, aber sonst im Großen und Ganzen finde ich diesen Wagen sehr schön. Ja. Wieder mal die Anmerkung, seid euch im Klaren, ob euch die 2,75 Millionen für den Wagen wert sind. Aber als Autoliebhaber, Autosammler und für diejenigen, die nicht aufs Geld gucken müssen, kauft ihn euch gerne. Ja? Und wie auch vorhin angemerkt, falls ihr ein Video zum Benefactor Krieger sehen wollt, lasst mir gerne ein Abo da und schaut dann gerne vorbei. Generell schaut auch vorbei, wenn ich allgemein ein Video hochlade oder wenn ich auch eventuell auf Twitch am Stream bin. Momentan mache ich Custom Maps in GTA, sprich Level Asian und Level German, Obstacle Raw Rides und hast nicht gesehen. Und falls ihr Bock habt, dabei sein wollt, schaut in die Beschreibung, da findet ihr Links zu allen sämtlichen Plattformen und Social Media Kanälen, sei es halt eben Twitch, Discord, Instagram, Facebook, da findet ihr alles. Auch zu meiner Grafikseite. Da dürft ihr auch gerne vorbeischauen und mich dort gerne unterstützen. Ich will nicht weiter rumschnacken, euch nicht euch bei Zeit glauben nehmen, wie auch immer. Ich hoffe, euch hat es wieder unterhalten, gefallen, ja. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mich wissen. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von dem Wagen haltet, wie euch der Wagen gefällt und was ihr daraus gemacht hättet. Und so, ich sage, ich bin raus. Macht es gut, macht's besser. Ciao.